Nach 2 Stunden Autofahrt erreichen wir das Elefantenwaisenhaus von Pinnewala. Elefanten sind wichtige Tiere auf Sri Lanka, denen auch eine besondere Stellung zukommen sollte. Unserer Meinung nach ist allerdings das Elefantenwaisenhaus in Pinnewala, 40 Kilometer vor Kandy, eine reine Touristenattraktion. Das Gute ist, dass die Elefanten hier gepflegt, ernährt und betreut werden. Ursprünglich waren es 7 Waisenelefanten zu Beginn. Heute finden sich um die 70 Tiere hier. Und das Füttern der Elefantenbabys ist die erste Touristenattraktion. Eigentlich ganz lustig anzusehen. Trotzdem vermittelt diese Fütterung der Elefantenbabys unter hunderten Zusehern irgendwie eine richtige Zoo-Atmosphäre. Draußen auf freiem Feld schleppt uns einer der Betreuer schon fast gewaltsam Richtung Elefant, nur um später some money fordern zu können. Trotzdem freuen wir uns natürlich, den Elefanten herzen zu können. Wir sind dem Elefanten aber eh ziemlich wurscht. Er frisst lieber unbeeindruckt. Und wenn wir ihn zu sehr nerven, dann kann er uns ja kurz zerdrücken. Eigentlich hätten wir für den Elefantenbetreuer ja ein kleines Trinkgeld bereitgelegt. Aber aufgrund seiner aggressiven Art und des zudringlichen Auftretens unterlassen wir es. Danach geht es dann weiter zum nahegelegenen Fluss, wo sich die Tiere im Wasser wälzen können und auch gewaschen werden. Unglaublich aber ist, dass auf dem Weg viele Schilder darauf hinweisen, dass es verboten ist, die Tiere zu berühren, zu füttern oder die Absperrung zu übertreten und was weiß ich nicht noch alles. Gleichzeitig wird man aber pausenlos angequatscht, genau diese Dinge zu tun. Natürlich gegen gutes Geld. Also wird munter Futter verkauft, obwohl Füttern eigentlich verboten ist. Die Betreuer rufen einen zu, das Gelände zu betreten, obwohl es eindeutig verboten ist. Und sie bieten an, auf den Elefanten reiten zu dürfen und strecken dabei schon fast die Hand nach deinem Geldbeutel aus. Natürlich machen da die Verkaufsstände rundum keine Ausnahme und verkaufen Eis um den vierfachen Preis, als auf den Verpackungen eigentlich angegeben ist. Den Elefanten selbst scheint das alles Gott sei Dank am Po vorbeizugehen. Und so hoffen wir, dass ihnen genug von dem Spektakel zugutekommen wird. Trotzdem verlassen wir Pinnewala mit einem seltsamen Gefühl.